Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Dieses Thema der Vorentrückung wird ja immer wieder auch im Internet behandelt und auch dann ausführlich argumentiert. Ich möchte nochmal auf 2. Thessalonicher 2 zu sprechen kommen, ist aber eigentlich nur für die interessant, die sich ein bisschen vertieft theologisch damit auseinandersetzen wollen. Und ein bisschen erklären, warum man so auslegt, wie man auslegt. Ja? Da schreibt der Paulus: Aber der Zukunft halben unseres Herrn Jesu Christi und unserer Versammlung zu ihm bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch nicht bald bewegen lasst von eurem Sinn, noch erschrecken, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief als von uns gesandt, dass der Tag Christi vorhanden sei. Lasst euch niemand verführen in keinerlei Weise, denn er kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme und offenbart werde, der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens. Ich lese hier eine Scofield-Bibel. Scofield, Darby, Brüdergemeinden, viele evangelikale Kreise eigentlich. Also unter den Evangelikalen sicher 95%, in den Kirchengemeinden auch 80% sind der Meinung, dass die Vorentrückung das ist, was Paulus hier beschreibt. Ich glaube, dass viele Begriffe, die der Paulus hier beschreibt, überhaupt mal neu definiert werden müssten. Aber wie auch immer. Die maßgeblichen Vertreter der evangelikalen Welt, die ihr ja sicher auch alle kennt, die legen so aus, dass sie sagen: Lasst euch nicht so schnell bewegen in eurem Sinn, als ob der Tag des Herrn da sei. Das ist hier der Vers 2, ja. Da gibt es bei mir in der Scofield fairerweise, muss man sagen, fairerweise. Ich finde die Scofield-Bibel übrigens gut, ja, ich kann euch die nur empfehlen. Die gibt es auch als Elberfelder Bibel. Ich habe die Scofield-Bibel mit dem Luthertext von 1912, ein relativ alter Text. Ich kann euch die nur sehr empfehlen. Ich bin bei weitem nicht überall der Meinung vom Scofield, macht aber nichts. Das, was er anmerkt hier, ist, also zu 90% finde ich das gut und richtig, ja. Der Bibeltext, der steht hier zwischen den Linien. Da sind außen Linien drum um den Text und da steht der Bibeltext. Da sind noch Überschriften drin, die können wir auch noch wegtun, ja? Sondern der Text selber, darum geht's. Aber ein bisschen Hilfe zu haben von jemandem, selbst wenn das jetzt mal eine Struktur ist, die man aufnimmt, die jetzt vielleicht nicht so 100% richtig ist, ist das gut, wenn man ein bisschen Hintergrundwissen hat einfach und diese Stellen vielleicht auch ein bisschen kennt. Die Spreu vom Weizen trennt sich ja nicht darin, dass man jetzt eine falsche Anmerkung gelesen hätte, sondern ob man sich an den Text hält oder an eine Theologie. Und das möchte ich euch hier auch zeigen. Ihr bekommt dort Theologie, ihr bekommt nicht biblische Auslegung. Ja, ihr bekommt ein bestimmtes Lehrgebäude. Und dieses Lehrgebäude hat als Voraussetzung, und zwar als dogmatische Voraussetzung, als Dogma, die Vorentrückung. Und die muss jetzt hier erklärt werden. Und ich zeige euch, wie das funktioniert. Ja? Also, der Paulus sagt: Lasst euch nicht durcheinander machen, nicht bald bewegen von eurem Sinn, durch was auch immer, dass der Tag Christi vorhanden sei oder der Tag des Herrn vorhanden sei. Genau, da war ich auch stehen geblieben. Da steht nämlich hier in Anmerkung B: Fast jedes alte Manuskript hat des Herrn, also hat der Tag des Herrn. Das wird auch immer wieder gesagt, das ist der Mehrheitstext von Nestle Aland, ja, der hat dann der Tag des Herrn. Hier ist jetzt der Tag Christi. Das Problem dabei ist, wenn man hier nehmen würde, der Tag Christi, dass der Tag Christi vorhanden ist, dann müsste man diesen Tag Christi ja irgendwie in den Zusammenhang setzen von dem Ganze, von der ganzen Textpassage. Und dann geht man da mit dem Tag Christi, geht man dann rückwärts bis zum Vers 1, womit dieses Kapitel ja beginnt. Und da sagt Paulus: Wegen der Ankunft, wegen der Zukunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Versammlung zu ihm, also wegen der Parousia Christi und wegen der Episynagoge. Synagoge heißt Versammlung und Episynagoge heißt Hinaufversammlung. Also wegen der Ankunft Christi und unserer Hinaufversammlung zu ihm, ja, der Entrückung. Lasst euch nicht durcheinander machen, als ob der Tag Christi schon da wäre. Und wenn man hier Tag Christi unterstellt im Text, dann würde das heißen, bezüglich der Entrückung, lasst euch nicht durcheinander machen, denn dieser Tag der Entrückung kommt nicht, es sei denn, dass erst der Abfall komme und der Antichrist kommt. Das würde aber für eine Nachentrückung sprechen. Ja, also zumindest würde das dafür sprechen, dass der Abfall, was auch immer das dann ist, und auch das Kommen des Antichristen noch vor der Entrückung da ist.
Und deswegen will man das nicht. Und deswegen geht man auf eine andere Übersetzungsform über. Luther hat hier den Tag Christi genommen. Es gibt zwei Textzeugen, die das überliefern. Ja, es gibt auch den Tag des Herrn. Und jetzt lesen wir das Ganze mal mit dem Tag des Herrn. Dann würde der Vers also so heißen: Aber der Zukunft halber unseres Herrn Jesu Christi, also seiner Parousia, und unserer Episynagoge, unserer Hinaufversammlung zu ihm, bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch nicht bald bewegen lasst von eurem Sinn, noch erschrecken, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als von uns gesandt, als ob er von Paulus wäre, dass der Tag des Herrn vorhanden sei. Und jetzt hat man folgende Möglichkeit. Jetzt kann man sagen, also bezüglich der Ankunft Christi in Wolken und unserer Versammlung zu ihm hin, bezüglich der Entrückung, lasst euch nicht durcheinander machen, als ob der Tag des Gerichts schon da wäre. Denn den Tag des Herrn, den erklärt man dann damit, dass man in Zephania zum Beispiel oder auch sonst im Alten Testament alttestamentliche Bibelstellen zitiert. Zephania ist geschrieben worden im 7. Jahrhundert vor Christus, also das war 800 Jahre nach dem Paulus. Und dann geht man her und sagt, der Zephania hat vom Tag des Herrn geschrieben, das war ein Tag des Gerichts. Und der Paulus sagt, bezüglich der Entrückung, lasst euch nicht durcheinander machen, als ob ihr schon im Tag des Gerichts wärt, als ob ihr schon in der Drangsal wärt, ja? sondern die Entrückung wird vorher sein. Ja? Die Drangsal werdet ihr nicht mehr erleben. So ist die Argumentation. Und dann, um diesen Tag des Herrn dann inhaltlich zu füllen und zu erläutern, geht man in Zephania. Ich schlage vor, dass man innerhalb dieses Briefwechsels des Paulus mit den Thessalonischern den Tag des Herrn sucht. Das wäre doch naheliegend. Denn zwischen den beiden Briefen liegen vielleicht nur Monate und keine 800 Jahre. Und vielleicht ist das ja auch eine durchgängige, ich bin sogar überzeugt davon, eine durchgängige Argumentationslinie, die hier gezeigt wird. Und die im Übrigen auf einem viel höheren theologischen Niveau abläuft, als das allgemein von den Theologen immer unterstellt wird. Aber wo steht denn jetzt vom Tag des Herrn in 1. Thessalonicher? Und wie füllt denn der Paulus diesen Begriff, den Tag des Herrn? Ja? Denn man muss wissen, der Petrus schreibt auch von einem Tag des Herrn. Der meint aber dann schon nach dem tausendjährigen Reich, wenn Himmel und Erde vergehen, dann, das ist für ihn der Tag des Herrn. Paulus hat eine andere Verwendung vom Tag des Herrn, und zwar eine ganz bestimmte, die wir auch schon kennen, die mit der Wiedergeburt Jerusalems zu tun hat. Ja? Zephania hat zu tun mit dem Kommen Gottes im Gericht, um Jerusalem zu befreien und sein Reich aufzurichten. Ja, das ist bei Zephania der Tag des Herrn. Das heißt, man hat unterschiedliche Bedeutungen von diesem Tag des Herrn. Aber für die Argumentation der Vorentrückung nimmt man Zephania, weil das halt in die Argumentation passt. Ich sage, es passt besser, das zu nehmen, was Paulus im 1. Thessalonischer Brief schon argumentiert hat und wie er dort den Tag des Herrn verwendet. Jetzt lesen wir das kurz hier, da steht 1. Thessalonischer 5. Von den Zeiten aber und Stunden, liebe Brüder, ist nicht Not, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst gewiss, dass der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Aha. Das heißt, hier hat Paulus also auch schon mal den Tag des Herrn verwendet und den auch mit Inhalt gefüllt. Und bei meiner Scofield-Bibel gibt es auch eine Anmerkung L. Da wird verwiesen, hier im Kapitel 5, die Verse 1 bis 4, die werden verglichen mit 2. Thessalonicher 2, Vers 2. Und das ist der Vers, den wir gelesen haben, auch mit dem Tag des Herrn. Das heißt also, Scofield merkt es zumindest mal als Parallele auch an. In der Scofield-Bibel wird auch die Vorentrückung unterstellt. Ja? Aber zumindest haben sie diese Anmerkungen mal auch hier aufgenommen, die auch wichtig sind. In dem Zusammenhang. Gut, also Paulus verwendet den Tag des Herrn in einem anderen Zusammenhang. In welchem denn? In dem Zusammenhang, den er in 1. Thessalonicher 5 zeigt, und zwar in den Versen 1 bis 3. Da sagt er, von den Zeiten aber und Stunden, liebe Brüder, ist nicht Not, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst gewiss, das heißt, Paulus hat mit ihnen darüber gesprochen, dass der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Denn wenn sie werden sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr, so wird sie das Verderben schnell überfallen, gleich wie der Schmerz ein schwangeres Weib und werden nicht entfliehen. Hier ist die Rede davon, da hat Paulus auch mit den Thessalonischern drüber gesprochen, dass irgendjemand der Schmerz überkommen wird wie eine schwangere Frau. Oder man müsste eigentlich genauer sagen, dass jemand das Verderben überkommt, schnell und unerwartet wie der Schmerz eine schwangere Frau, wie die Wehen eine schwangere Frau.
Und da war in den letzten Dutzenden von Clips immer die Frage, was ist, hat das denn zu tun mit Wehen und wo kommen diese Wehen her und wer leidet hier diese Schmerzen wie eine schwangere Frau? Dann habe ich gesagt, das ist Zion. Und zwar durchgängig durch die Bibel, im Alten und im Neuen Testament. Ja? Die Verheißung der Wiedergeburt war Jerusalem gegeben. Und Paulus beschreibt diesen Tag der Wiedergeburt Jerusalems als Tag des Herrn. So ist bei Paulus die Formulierung der Tag des Herrn. Um jetzt wieder zurückzugehen in 2. Thessalonicher 2, muss ich was vorwegschicken. Um das zu tun, müsste man natürlich akzeptieren, dass Jerusalem wiedergeboren wird. Und die Theologen wissen genau, was das heißt. Die Wiedergeburt Jerusalems zu akzeptieren, heißt, dass die Vorentrückungslehre fällt. Deswegen wollen sie das nicht. Ja? Aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in 2. Thessalonicher 2 mit der Kenntnis, mit dem Wissen, wie Paulus den Tag des Herrn formuliert und gemeint wissen wollte, dann können wir den Text jetzt folgendermaßen lesen und verstehen. Aber der Zukunft, also der Parousie, der Ankunft halber unseres Herrn Jesus Christus und unserer Versammlung, unserer Hinaufversammlung, Episynagoge zu ihm, bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch nicht bald bewegen lasst von eurem Sinn. Also werdet nicht durcheinander, werdet nicht wankend. Noch erschrecken, lasst euch nicht erschrecken. Weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als von uns gesandt, als ob der Tag oder dass der Tag des Herrn vorhanden sei, dass Jerusalem schon wiedergeboren würde, sagt Paulus, so weit ist es noch nicht. Ja? Denn bevor Jerusalem wiedergeboren wird, muss das Auseinanderbrechen Israels kommen, der Abfall. Und vorher muss der Antichrist offenbart werden, der Mensch der Sünde, der noch aufgehalten wird von einem Vorläufer, von einem politischen Vorläufer. Dieser Vorläufer muss beiseite getan werden, Ekmesos aus der Mitte geschoben werden und dann kommt der, den der Herr umbringen wird durch den Geist seines Mundes. Hier ist nicht vom Geist Gottes die Rede, weil der Geist Gottes ist im Griechischen sächlich, das Geist. Und da wird sich dann ein bisschen geholfen mit, indem man hier liest, und was es noch auffällt, wisst ihr, dass er offenbart werde zu seiner Zeit. Also was, das soll dann das Geist sein. Das passt aber nicht, weil später geht es dann auch ums Maskulinum. Ja, nur dass der, der es jetzt aufhält, muss weggetan werden. Das heißt, Paulus sagt, was es noch aufhält, wisst ihr, nämlich der ganze Vorgang des Aufkommens eines sechsten Königs und dann eines siebten Königs. Und dann eines achten Königs und der achte ist von den sieben und fährt in die Verdammnis. Und was es noch auffällt, wisst ihr, dass diese Reihenfolge, die Johannes in der Offenbarung formuliert hat, dass die noch eintreten muss. Und er, der siebte König, muss weg, Ekmesos, aus der Mitte getan werden, damit der achte kommen kann. Wenn das der Geist Gottes wäre, stünde hier nicht Ekmesos aus der Mitte, muss aus der Mitte kommen, so kann man sie übersetzen. Das kann dann heißen, er muss aus der Mitte wegkommen oder er muss aus der Mitte hervorkommen. Ja, das ist im Griechischen nicht unterschieden, da steht nur, er muss ekmesos, er muss aus der Mitte kommen. Macht aber nichts von der Bedeutungssituation. Was ich sagen will bei diesem Begriff ekmesos ist nur das, wenn hier der Geist Gottes gemeint wäre, dann würde Paulus von einer Episynagoge sprechen. Der würde nicht sagen, der Geist Gottes muss aus dem Weg geschafft werden, ja? Der muss aus dem Weg geräumt werden. Und noch weniger würde er sagen, der Geist Gottes muss aus der Mitte hervorkommen. Ja? Also beide Bedeutungen von ekmesos machen keinen Sinn. Warum? Weil Paulus, wenn er vom Geist Gottes gesprochen hätte, der hinaufgenommen wird mit der Gemeinde bei der Entrückung, dann hätte er ja Episynagoge geschrieben und nicht Ekmesos. Dann hätte er gesagt, der Geist Gottes muss erst hinaufversammelt werden, denn der Geist und die Braut sprechen, komm. Ja, so wird ja oft ausgelegt. Also Geist und Braut, die Brautgemeinde, so wird gesagt, die müssen gemeinsam entrückt werden in den Himmel. Und dann hätte Paulus Episynagoge genommen und nicht, dass die Gemeinde und der Geist Gottes aus dem Weg geräumt werden muss, wie ein Hindernis, was aus dem Weg geräumt wird, sondern der hätte dieses respektvolle Episynagoge verwendet. Warum? Ja, weil er es ein, zwei Verse vorher tut, auch mit der Gemeinde und sagt, aber der Ankunft halben unseres Herrn Jesu Christi und unserer Episynagoge zu ihm bitten wir euch, liebe Brüder, lasst euch nicht durcheinander machen. Ich hoffe, das ist ein bisschen klar geworden, wie man mit dem Text hier umgeht und wie man ganz bestimmte Aussagen aus dem Text haben will, und die dann auch dort hinein interpretiert, hineinlegt. Ja? Natürlich wird dann immer gesagt, das Fräulein ist sächlich, ja? Das Männlein ist auch sächlich, alle Verniedlichungsformen sind sächlich. Das Geistlein ist auch sächlich,
Aber der Geist ist halt maskulin. Aber deswegen funktioniert diese Auslegung zu sagen, der jetzt auffällt, muss weggetan werden, funktioniert im Deutschen sehr gut. Ja? Der jetzt auffällt, ist der Geist Gottes. Der hält auf und der muss weggetan werden. Das funktioniert im Griechischen aber nicht. Ja? Und selbst wenn man oben sagen würde, ihr wisst, was es noch aufhält, ja, was es noch aufhält, wisset ihr da in Vers 6, dann muss man eigentlich sagen, da geht es um den kompletten Vorgang und da geht es nicht um einen Geist Gottes, sondern da geht es um einen Vorgang, den Paulus mit den Thessalonischern besprochen hatte, dass nämlich ein König fehlt in Daniel 11 und der letzte König in zwei aufgeteilt ist, sodass der antike Antiochos Epiphanes vom achten historischen König zum siebten wird in der biblischen Zählweise und weil von dort ein Sprung gemacht wird in die Endzeit, weil man sagt, der Antiochos Epiphanes, so wie der war, so kommt er wieder auf, ganz unerwartet. Das sind Themen, die Paulus mit den Thessalonischern besprochen hat. Die haben wir auch schon in den Videos hier besprochen. Das, was ich hier jetzt mit euch bespreche, ist auch nur für die, die die Videos verfolgt haben und nachvollzogen haben. Wenn das jetzt jemand hört hier ohne Anlauf und sagt, er predigt da die Nachentrückung und er redet hier so einen Unsinn wegen der Wiedergeburt Jerusalems und so weiter, da bitte ich euch einfach, schaut euch die Videos an. Ihr könnt das hier nicht so einfach verstehen. Das sind komplizierte Verse, die der Paulus hier beschreibt, und zwar unbestritten, weil es hier auch so viele Meinungen zu gibt. Wir haben einen ganz bestimmten Anlauf genommen und wenn man den nimmt und den Pfad auch so durch die Bibel läuft, dann kommt man auch irgendwann zu diesen Texten. Aber ohne die Vorkenntnis der Wiedergeburt Jerusalems kann man diese Verse sowieso nicht verstehen. Und auch nicht ohne die Vorkenntnis der Reihenfolge der Seleukidenkönige in Daniel. Das ist nun mal halt so. Paulus hat mit den Thessalonischern über solche Themen gesprochen und die waren halt gut drauf, die Thessalonischer. Die kannten die Bibel extrem gut, ja, viel besser wie wir. Und wir stehen hier oft als Laien vor und wundern uns, worüber reden die hier? Und dann wird alles Mögliche in den Text hineingelegt, sehr laienhaft. Noch schlimmer finde ich, und damit schließe ich dann auch, wenn man den Text wegen irgendwelcher Theologien und Theorien, die man hat, zum Beispiel um eine ganz bestimmte theologische Richtung zu verteidigen, diese Texte verdreht. Denn eine Verdrehung ist es. Wenn man Zephania zitiert hier, um den Tag des Herrn zu erklären, der 850 Jahre vorher geschrieben wurde, statt in den Briefwechsel zu gehen, den Paulus mit den Thessalonischern schon begonnen hat, dann finde ich das gravierend. Dann ist das alles für mich keine prophetische Bibelauslegung, sondern dann ist das für mich Schriftgelehrtheit, weil man hier nicht sich ergebnisoffen mit dem Bibeltext auseinandersetzt, sondern ganz bestimmte Theologie transportieren will. Und das ist nicht in Ordnung. Was heißt das denn, Schriftgelehrtheit? Das heißt ja, dass wir heute eigentlich genauso Zeiten wieder haben wie damals, zur Zeit Jesu, wie wir es in den Evangelien beschrieben haben. Schriftgelehrte und Pharisäer, die hochgeachtet waren im Volk. Ich will niemanden persönlich angreifen, ja? Aber es hilft nichts. Wir haben Zeiten, die noch schlimmer werden. Und das Wort Gottes sollen sie lassen starren, sagt Luther. Ja? Luther war auch ein Mensch seiner Zeit. Luther hatte sicher seine Fehler. Hab ich auch, habt ihr auch. Ja? Wer ist perfekt, außer Jesus Christus? Aber da hat er schon einige Pflöcke eingeschlagen, die ich gerne mag. Ja? Wenn er sagt, das Wort sie sollen lassen starren und keinen Dank dazu haben. Lasst das Wort Gottes stehen. Das passiert hier eben nicht. Ja? Hier wird ein Tag des Herrn aus Zephania erklärt. Dann wird der Geist Gottes dann einmal vermaskuliniert und einmal versächlicht. Ja? Wird mit irgendwelchen Verniedlichungsformen dann da verglichen, als ob der Paulus sowas geschrieben hätte. Das hat Paulus nicht geschrieben. Der Paulus ist ja kein Narr gewesen, der irgendwas dahin hingepinselt hat. Da ging es um Dinge, die sind hochkomplex. Wenn man die nachvollziehen will und wer offen ist dafür, der kann das verstehen, ja? Wer seiner Theologie folgt, der muss halt seiner Theologie folgen. Zum Schluss sehen wir, wie der Herr das führt. Es geht hier auch nicht darum, Recht zu haben. Zumindest geht es mir nicht darum, Recht zu haben. Ja? Ich zeige das, ich bin auch überzeugt davon, ich verteidige das aber nicht militant. Es ist keine Theologie, die ich hier verteidige. Ich zeige mit dem Finger nur auf den Text. Sorry, ich war unterbrochen. Ich zeige euch hier nur, warum ihr das hört, was ihr hört.
und warum die Auslegungen so sind, wie sie sind. Ja? Man kann denen natürlich folgen, den Auslegungen und auch den Auslegern. Und manchmal ist das auch gar nicht so schlimm. Und man kann auch einer bestimmten Theologie folgen. Ja? Aber zum Schluss geht es ums Wort Gottes. Vielleicht noch ein kurzes Beispiel, damit ihr das ein bisschen versteht. Ich kannte mal junge Leute, die sind zum Glauben gekommen und irgendwann sind die dem Calvinismus da sehr hold geworden. Dem ich auch ganz gewisse Dinge unbedingt abnehme. Zum Beispiel die Erwählung Gottes ist keine passive Sache, dass Gott weiß, wann ich mich bekehre, sondern Gott handelt, weil er Gott ist. Ja, und wir sind nur Menschen. Das ist eine ganz wichtige Lehre, weil die uns in vielem sehr befreit. Das heißt aber nicht, dass ich den Calvinismus jetzt mit Stumpf und Stiel aufnehme und jedes kleine einzelne Detail da verteidige. In Bezug auf das tausendjährige Reich und auf eschatologische Dinge, glaube ich, kann der Calvinismus einiges lernen vom Evangelikalismus und auch von den Brüdern, ja, gar keine Frage. Prüfet alles und das Gute behaltet. Darum geht es eigentlich. Ja? Und deswegen, ich verteidige das nicht militant hier. Ich bin unbedingt davon überzeugt, sonst würde ich mir die ganze Zeit nicht dafür nehmen. Aber ich möchte gerne, dass ihr wisst, warum ihr was hört und warum man so oder so auslegt, damit ihr fest seid in diesem Wort. Und ich kann euch nur eins sagen, wappnet euch mit Geduld. Die Zeiten werden noch verrückter, als wir sie jetzt ohnehin schon haben. Und die immer auf die Voreindrückung warten, die warten und warten und warten. Wir hatten mal bei einem meiner großen Arbeitgeber jemanden, der sagte immer, Hoffnung verlängert das Siechtum. Ich will das gar nicht so gerne im Zusammenhang mit der Entrückungshoffnung jetzt hier sagen. Ich sage auch nicht, dass wir nach der Drangsal entrückt werden. Ich sage, dass wir am Ende, gegen Ende der Drangsal entrückt werden. Habe ich es ja in vielen Videos auch gezeigt. Fürchtet nicht, die den Leib töten können, sagt Jesus. Mehr können sie nicht tun. Auch nicht in der Drangsal. Ja, sondern fürchtet den, der euch eure Leiber in die Hölle stoßen kann. Das ist Gott. Gottesfurcht brauchen wir, gerade in so einer Zeit wie jetzt. Und ich möchte niemand in so einer trügerischen Hoffnung wiegen, dass Jesus jede Sekunde und jeden Moment kommen kann. Ich habe das auch gehört am Anfang meines Glaubens, aber irgendwann nutzt sich so eine Erwartung ja auch ab. Ja? Ich glaube, dass Jesus uns ganz deutliche Zeichen gibt, wo wir nicht wissen, wann die kommen. Aber wir wissen, wenn die eintreten, wie weit es ist. Das wissen wir schon. Und ich schließe mal einfach hier. Ja? Ich mache da vielleicht nochmal Fortsetzung. Ich wollte euch das nur so mal mitgeben, dass ihr ungefähr wisst, warum ihr das hört, was ihr hört. Ja? Euch alles Gute, Gottes Segen. Bleibt in Christus. Er ist der Fels. Egal, welche Zeiten wir haben. Ja? Gottes Wort ist wahr. Bis bald.